Der Frosch. Wachsen im Wasser. Dieser Frosch ist meine Mutter. Gerade hat sie alle diese Eier im Wasser abgelegt. Die Eier werden Froschlaich genannt. Alle Eier sind von einer durchsichtigen, puddingartigen Masse umgeben. Jedes Ei wird zu einer Kaulquappe. Eine davon bin ich. Ausgeschlüpft. Nach 2 Wochen kann ich ausschlüpfen. Siehst du meine langen, federartigen Kiemen? Mit ihnen kann ich unter Wasser atmen. Die Kiemen. Ich arbeite mich durch den Froschlaich und schwimme davon. Die Kaulquappe. Ich bin jetzt 4 Wochen alt. Ich schwimme gerne mit den anderen Kaulquappen. Meine Kiemen sind verschwunden. Jetzt schwimme ich zum Atmen an die Wasseroberfläche. Ich werde größer und größer. Wir ernähren uns von winzigen Wasserpflanzen. Zuerst die Hinterbeine. Ich bin 6 Wochen alt und sehr gewachsen. Ich fresse Pflanzen und Insekten, die ins Wasser fallen. Die Hinterbeine. Inzwischen schwimme ich lieber allein herum. Meine Hinterbeine fangen an zu wachsen. Langsam verwandle ich mich in einen Frosch. Die Froschquappe. Ich bin 9 Wochen alt. Zur Hälfte bin ich noch eine Kaulquappe und zur anderen Hälfte schon ein Frosch. Meine Hinterbeine werden immer länger und jetzt beginnen auch meine Vorderbeine zu wachsen. Die Vorderbeine. Endlich ein Frosch. Ich bin fast 12 Wochen alt und endlich ein Frosch. Ich habe immer noch einen langen Schwanz, der mir beim Schwimmen hilft, aber er wird allmählich kürzer. Der Schwanz. Hier sitzt ein richtig großer Frosch. Schau, wie klein ich neben ihm aussehe. An Land. Jetzt bin ich über 1 Jahr alt und die meiste Zeit an Land. Ruhig sitze ich da und warte auf eine Raupe, die ich fressen kann. Dann schnellt meine lange Zunge heraus und schnappt sie. Das Ei. Vier Wochen alt. 6 Wochen alt. 9 Wochen alt. 12 Wochen alt. Über 1 Jahr alt.